Teil 2. Wir sind etwas im Zeitverzug, ist aber alles nicht so tragisch. Für die Leute, die vorhin noch nicht dabei waren, was ist eigentlich eine Blaulichtshow? Was wollen wir Ihnen heute zeigen? Blaulicht hat natürlich auf jeden Fall was mit Einsatzfahrzeugen zu tun. Und Sie wissen ja, was wäre eine Feuerwehr ohne Einsatzfahrzeuge? Eigentlich gar nichts. Jeder verbindet die Feuerwehr natürlich auch mit Fahrzeugen. Wir haben vorhin im ersten Teil haben wir Ihnen schon 8 Fahrzeuge vorgestellt. Jetzt im zweiten Teil werden es auch nochmal 8 Fahrzeuge sein. Sie haben ja gesehen, wir haben auch einige Alarme zwischendurch bekommen. Einige Fahrzeuge sind wieder zurückgekommen. Das ist nun mal Schicksal, das gehört zur Feuerwehr dazu. Alarm ist Alarm und das geht natürlich auch vor. Aber dennoch haben wir erstmal ein paar Autos hier, die wir Ihnen vorstellen können. Einen kleinen Abriss der Fahrzeugtechnik der Berliner Feuerwehr. Sowohl normale Einsatzfahrzeuge als auch Sonderfahrzeuge. 8 Stück werden es an der Zahl sein. Und wir beginnen unsere Vorstellung mit dem Standard-Löschfahrzeug, mit dem LHF 2012 der Berliner Feuerwehr, das modernste Löschfahrzeug. Ich muss es nur mal rufen. Dieses Fahrzeug haben wir heute schon mal vorgestellt, macht aber nichts, weil es wirklich das Universalfahrzeug ist. Für die Brandbekämpfung natürlich die Höhenleistung. Vor uns steht neueste Technik. LHF heißt Löschhilfeleistungsfahrzeug. 20 heißt, dass die Feuerwehrspeiselpumpe 2000 Liter pro Minute fördert und 12 bezieht sich auf den Löschwasserbehälter, 1200 Liter Löschwasser sind an Bord sowie 100 Liter Schaumgefüll. Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass die rechte Seite für die technische Hilfeleistung ist, die linke Seite für die Brandbekämpfung. Sie sehen hier vorne Spreizer, Schere für die Befreiung von einigen Personen bei einem Verkehrsunfall. Darunter sehen Sie ein Stromaggregat. Die Feuerwehr arbeitet ja nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Das heißt, wir brauchen abends auch Licht und wir brauchen auch Strom für viele Geräte, die wir mit an Bord führen. Dahinter sehen Sie den pneumatischen Rettungssatz mit Hebebissen. Diese Hebebissen schaffen sogar, einen U-Bahn-Wagen von der Bahnsteigkante wegzudrücken, so viel Power haben die. Dahinter sehen Sie eine Berliner Abbildung, die Autogleiter, das sind die Teile mit den kleinen Rädern dran. Damit kann ein verunfalltes Auto, was nicht mehr fahrfähig ist, von der Straße rollen. Von dahinter sehen Sie einen Drucklüfter, mit dem man verrauchte Treppenräume entraucht. Dann drehen wir das ganze Auto mal um. Oben auf dem Dach lagern tragbare Lettern, eine Schieblätter, eine Stecklätter. Mit der Schieblätter rettet man zum Beispiel die Person aus einem Hinterhof, dort, wo man mit einer Räderkante herankommt. Sie sehen jetzt das Heck, eine feuerliche Speisepumpe. Wurde vom Fahrzeugmotor angetrieben und leistet 2000 Liter pro Minute. Auf der linken Seite sehen Sie die Geräte für die Waldbekämpfung, Warnschutzgeräte, die modernen Werkzeugkisten der Berliner Feuerwehr, ein gefälschtes Werkzeug. Dort in der Mitte diese orange Tasche, das ist unser Strompolster. Damit kann man zur Not aus dem Fenster springen und keine anderen Wege mehr zur Rettung führen. Das Maximum hoch ist dann die 4. Etage. Früher mussten 60 Feuerwehrleute an den Strom halten, das war natürlich immer sehr gefährlich. Wodurch die Feuerwehrleute auch hoffentlich schwinden. Die Strompolster haben natürlich mehr Dynamik und Flächen, die größere Personen haben. Hinten haben wir auch Schaumfahrbau und da oben sehen Sie die Schaumgeräter. Das ganze Fahrzeug ist in Aluminium-Technologie gebaut, das heißt, da rostet, also auch nichts mehr. Weil wir diese Fahrzeuge natürlich die Langlebigkeit bauen, die müssen mindestens 20 Jahre in jedem Fall halten. Moderne Technik, ein automatisches Schaltgetriebe, das heißt, der Maschine gibt nur noch Gas und das Getriebe schaltet automatisch, nicht zu verwechseln mit einer Vollautomatik. Aber der Maschinist ist dadurch deutlich entlastet. Wie gesagt, neueste Technik, LHF 2012, findet man auf jeder Feuerwache in der Stadt. Wir haben ja zurzeit 35 Berufswaffen und auf jeder Feuerwache findet man mindestens ein Störverletzungsfahrzeug. Dankeschön.